Ich war heute bei einer Waffenhändlerin bei mir um die Ecke oder ein paar Orte weiter, wo ich gerne mal Munition einkaufe. Und ich hatte ein sehr nettes Gespräch mit ihr, da heute sowieso wenig im Laden los war aufgrund des Schneefalls. Und da hat es bei mir so einen ganz kleinen Aha-Klick bei mir im Kopf gegeben, den ich mit euch gerne mal teilen möchte. Denn doll ist das wirklich nicht. Wie in allen anderen Lebensbereichen auch, wenn es um Konsummittel geht, wollen auch wir sehen, wo wir bleiben. Das ist ganz normal, das ist ganz natürlich. Aber wir sollten auch zusehen, dass diejenigen, die uns diese Konsumgüter zur Verfügung stellen und uns diese verkaufen, dass wir diese bitte auch am Leben lassen. Aufgrund aktueller Gesetzgebung, neuer Regularien, Transportvorschriften etc. ist es für die Händler wesentlich schwieriger und komplizierter geworden, vor allem für uns langwieriger, wenn es zum Beispiel um den Punkt Munitionskauf geht. Natürlich würden wir gerne, wie in manch anderem Land wie den USA, einfach in den nächsten Walmart gehen, ans Regal gehen und Munition rausnehmen, an die Kasse gehen und bezahlen. Aber das ist hier nun mal nicht so. Wir können tatsächlich nur bei zertifizierten Waffenhändlern, Munitionshändlern diese Gegenstände erwerben. So, und diese sind natürlich darauf angewiesen, diese auch irgendwo zu beziehen. In der Regel über einen Großhändler. Größere Händler, die tatsächlich größere Stückzahlen über den Ladentisch verkaufen, können diese gegebenenfalls direkt beim Hersteller beziehen. Das ist aber nicht sehr häufig der Fall. Aufgrund der höheren Transportrichtlinien nun, dass also nicht jeder Kurierdienst oder Versanddienst Munition transportieren darf, sind die Versandkosten entsprechend gestiegen. Munition hat natürlich ein gewisses Eigengewicht. Wir sprechen bei, wenn man jetzt mal 1000 Schusschargen sieht, und wir bleiben aber beim Kaliber 9 mm, liegen wir bei rund 13 Kilo für 1000 Schuss. Jetzt muss man sich überlegen, ein Händler bestellt nicht nur 1000 Schuss, sondern der bestellt 30, 40, 50, 60, 80.000 Schuss oder mehr. Dann könnt ihr euch hochrechnen, wie viel Gewicht das tatsächlich ist. Um dann also die einzelnen Kosten für den Kunden so gering wie nur irgendwie möglich zu halten, versucht der kleinere Händler zumindest, das Ganze über Sammelbestellungen zu regeln. Mal funktioniert es nicht. Aber das kann natürlich bedeuten, dass der gesamte Bestellprozess in dem Moment etwas verzögert abläuft. Nun erklärt sich ein Kunde bereit, okay, yo, ich bestell mal bei dir 2000 Schuss. So, das heißt, er geht, sage ich mal, zumindest mal mündlich eine Vereinbarung mit diesem Händler ein. Und jetzt kommt der nächste und der nächste und der nächste und alle wollen sie, sage ich mal, jetzt mal S&P-Schüttladung haben. So, und der Händler geht hin und bestellt dann, sage ich mal, nee, nicht nur diese 2000 Schuss, die der eine haben wollte, sondern er wollte tatsächlich 30, 40, 50.000 Schuss in Summe, die er vielleicht über einen Zeitraum von 3, 4, 5 Wochen an Masse gesammelt hat, um somit die Speditionskosten so gering wie möglich zu halten. Nun ist es so, dass die Lieferzeiten sich leider Gottes zum Teil sehr stark verzögert haben. Das hat was mit dem Krisengebiet zu tun, weil die Munitionsproduktion halt primär für dort angelaufen ist und weniger jetzt für den Zivilmarkt. Aber das ist halt nun mal so. Das heißt, man ist durchaus mit Wartezeit verbunden. Der Händler kann für diese lange Lieferzeit überhaupt nichts. Und irgendwann mal nach 2, 3, 4, 5, 6 Monaten kann das sein, auf einmal kommt an einem Rutsch alles das, was er in den letzten Monaten bestellt hat. In diesem Zeitraum aber sind die Kunden, die ursprünglich bestellt haben sie entweder vergessen oder sie sagen sich, nö, das hat mir alles so lange gedauert, ich bestelle mal woanders da. So, und damit bleibt der kleine Händler auf zigtausend Schuss Munition sitzen, die er so in der Zeit überhaupt gar nicht loswerden kann. Das bedeutet im Umkehrschluss, der kleine Händler vor Ort, der muss das alles vorfinanzieren. Und ich spreche jetzt hier nicht über Großhandelsketten wie Franconia, ich spreche wirklich hier von dem kleinen Büchsenmacher, kleinen Waffenhändler um die Ecke, im kleinen Dorf, in der kleinen Stadt, die es zuhauf gibt, wo wir alle gerne mal hingehen. Und diese Händler gehen daran zugrunde. Das darf man niemals außer Acht lassen. Jetzt gerade zu Weihnachten, oh, das passt mir jetzt gar nicht, wärst du mal 6 Wochen früher gekommen mit der Munition? Ja, sie konnte aber nicht. Oder er konnte nicht, weil die Munition eben noch nicht geliefert war, wofür der Händler noch nicht mal was kann. Jetzt kann er natürlich hingehen und sagen, hier, ich kriege die Munition nicht bei, tut mir leid, kauf's woanders. Verliert er wieder einen Kunden. Wenn es nach mir ginge und ich wäre ein Händler, ich glaube, ich würde solche Bestellungen tatsächlich nur dann entgegennehmen, wenn der Kunde auch entsprechend Vorkasse leistet.
Weil ihr müsst überlegen, der Händler geht dafür in Vorkasse, er muss das zwischenfinanzieren. Nicht jeder Händler ist so finanzstark und hat so ein Polster oder das Standing bei den Banken, dass er solche Summen vorfinanzieren kann. Und wir sprechen nicht nur über die Munition, wir sprechen auch über die Waffen. Da werden mal 5, 6 Waffen bestellt, da sind ruckzuck immer 5-stellige Beträge weg. Und die müssen vorfinanziert werden. Deshalb meine Bitte an euch, lasst die kleinen Händler mal leben. Legt mal ein ganz klein wenig euren Egoismus ab und geht mal ein bisschen auf die Händler auch zu. Natürlich wollen wir schießen, aber wenn es darum geht, dass man vielleicht eine Zeit einfach überbrücken muss und der Händler des Vertrauens hat gerade nichts da, ja, dann kann man sich doch damit zuerst begnügen, indem man sich vielleicht nur 250, 300, 400 Schuss holt, um die Zeit zu überbrücken. Ja, das mag vielleicht ein bisschen teurer sein. Aber ihr unterstützt damit den kleinen Händler um die Ecke. Und das ist mir persönlich wesentlich mehr wert, als irgendwelche Sammelbestellungen zu machen, auf Teufel komm raus, nur um ein paar Cent in dem Moment einzusparen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, wir wollen alle gucken, dass wir irgendwo überleben und unseren Sport zu vernünftigen Preisen betreiben können. Aber der kleine Händler um die Ecke, der kleine Traditionshändler, der will auch überleben. Und der wird momentan zunehmend, wie ich das so mitbekomme, von den Kunden echt im Stich gelassen. Denkt mal ein bisschen drüber nach. Denn auch der möchte, wie gesagt, sein Geschäft weiterführen für euch. Gefallen dir meine Videos? Gefällt dir mein Kanal? Geile Sache! Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, meine Filme liken würdet und sie auch teilen würdet. Like and share, denn nur so kann dieser Kanal auch tatsächlich langfristig noch überleben. Und wer mich ein bisschen unterstützen will, ihr findet unten ein paar Links dazu, Patreon, PayPal, wie ihr möchtet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und das, was ihr mir spendet, geht auch 1:1 nur in den Betrieb des Kanals. In diesem Sinn, macht's gut.